Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den Timer bzw. die Zeitschaltuhr beim Bosch Backofen einstellen könnt. So, hier sehen wir als erstes einmal die Uhr. Die Uhr möchte ich jetzt in dieser Anleitung nicht stellen, das habe ich schon mal gemacht. Die Anleitung dazu verlinke ich euch auch gerne hier an dieser Stelle. Hier soll es wie gesagt um die Weckfunktion, Timerfunktion gehen. Und die stelle ich folgendermaßen ein. Ich gehe hier auf dieses Uhrensymbol und dann habe ich hier als erstes auch gleich die Glocke. Das ist die Option, wo ich den Timer einstellen kann. Wenn ich das nicht weiter bediene, springt das immer wieder in die Grundeinstellung zurück. Deshalb drücke ich jetzt nochmal drauf und dann habe ich hier die Plus- und Minustasten, wo ich dann entsprechend die Uhr einstellen kann. So, wieder aktivieren das Ganze. Und jetzt muss man so ein bisschen mit feinem Fingergefühl drücken. Wenn man zu doll drauf drückt, springt er gleich im Minutenbereich rein. Wenn man nur ganz leicht drauf drückt, dann bearbeitet er hier den Sekundenbereich. Und wenn man die Taste halt jetzt hier dauerhaft drückt, dann kann man hier so im Schnelldurchlauf eben weggehen. Ja, ich stelle jetzt einfach mal hier eine Sekunde ein. Lass das Ganze jetzt mal annehmen. Brauche ich gar nicht drücken. Und ihr seht, die Sekunde ist natürlich schnell abgelaufen. Und jetzt, piept der Herd und wie schalte ich den jetzt wieder aus? Einfach hier auf das Uhrensignal drücken und dann ist der Alarmton ausgeschaltet und jetzt könnte ich dann meine Pizza oder was auch immer aus dem Ofen herausnehmen. Mehr ist es nicht. Ich hoffe, diese kleine Anleitung hat euch gefallen und geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis dann, euer MacPaverick.